Ich habe euch heute mal wieder ein Style and Talk aufgenommen. Eher wieder chaotisch, so wie man es von mir gewohnt ist. Aber ich will jetzt gar nicht lange ins Labern reinkommen. Wir legen einfach los nach dem Intro. Hallo zusammen zum nächsten Style and Talk. Gab jetzt schon länger keins mehr. Oder sagen wir mal anders, im letzten habe ich ein bisschen zu viel aus dem Nähkästchen geplaudert und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und da habe ich mich jetzt entschieden, das nicht zu verwenden. So, meine Lieben. Heute wieder hohe Stirn, ganz zauberhaft. Und man hat mich gebeten, die Sachen ein bisschen mehr zu zeigen. Ich habe immer noch keinen Puder, werde mir nach Möglichkeiten heute mal einen holen, um zu setzen. Gesichtspflege ist drauf. Wo treibt es uns hin? Ich weiß im Moment noch nicht, wie ich jetzt im Dezember genau Zeit habe. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit haben. Das heißt, es wird mehr Videos geben. Ich werde jetzt keinen Vlogmas auf dem anderen Kanal machen. Vlogs gibt es jetzt gerade eh keine mehr. Das nicht. Aber mehr Videos wird es definitiv geben. Und da bin ich schon so ein bisschen am Gucken, was man nehmen kann. Das ist eine flüssige Foundation und da brauchst du nicht so sau viel, weil man sieht schon an der Größe. Aber man muss sie schütteln und sollte sie entweder mit den Händen oder mit einem Schwämmchen auftragen. Schwämmchen habe ich nicht. Also, okay. Boah, es ist mal voll kalt geworden hier. Bei uns hat es heute, aber das ist immer ein bisschen wärmer als im Rest von Deutschland, weil der Bodensee ja relativ lange noch Wärme ausstrahlt, Gott sei Dank. Ich merke, ich darf nicht so viel rumreiben, weil ich, was habe ich drauf gemacht? Ich hab Hyaluron drauf, das ist immer prädestiniert, dass es runtergeht. Ich habe Gesichtspflege habe ich drauf, aber es ist halt so, dass ich Hyaluron drauf gemacht habe. Ich jetzt zwar auch Retinol drauf gemacht. Das war jetzt doch ein bisschen arg wenig. Also ja, ich habe im Dezember wieder höchstwahrscheinlich mehr Zeit. Kann ich nach heutigem Standpunkt natürlich noch nicht sagen. Wir sind ja erst im Oktober. Ich bin auch am überlegen, ob es auf Dauer wieder ein bisschen mehr Videos geben soll. Aber da muss ich erst mal gucken, wohin die Reise geht. Na, also das zählt für meine beiden Kanäle. Also hier würde ich halt gerne echt mehr in Sachen für Fashion auch machen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das umsetze. Da könnt ihr mir gerne auch mal unten was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen habt oder so für Videoformate. Bin ich da gerne dabei. So, jetzt ist Ordnung. Aber durch das, dass ich halt keinen Puder habe, kriege ich das halt jetzt in die Poren rein. Das ist halt nicht so gut. Das ist nicht so gut, aber okay. Geht hier ja nicht um Perfektion. Sachen immer testen. Wie riechen sie, sind sie noch fit? Wenn sie anfangen mit stinken, dann nicht mehr anwenden, bitte. Da tut ihr eure Haut absolut nichts Gutes. Ich glaube, den hier werde ich mir noch mal holen, weil mit dem bin ich gut klargekommen. Der ist vegan. Und da machst du nichts Falsches. Ist halt immer noch in der Kosmetik recht schwierig.
viele Produkte haben halt einfach Mikroplastik. Und da bist du so ein bisschen dazu gezwungen, dass du halt eben Naturkosmetik verwendest. Ist jetzt nicht arg schlimm, aber bei Foundations oder so ist es halt, die performen einfach anders. Die performen anders. Und ja, so ist oft nicht so hundertprozentig zufriedenstellend. Ist die jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber geht schon. Concealer ist von Lavera. Ich bin gerade dabei, ein bisschen mehr Sport zu machen. Ich gehe einmal pro Woche ins Fitnessstudio und war gestern laufen. Vorgestern war ich im Studio. Jetzt will ich morgen nochmal laufen und das Wochenende, aber dann, also nicht übertreiben, ne? Und dann erst wieder Montag mit Sport weiter machen. Montag habe ich aber um 11 schon einen Termin. Muss ich gucken. Also ich stehe gerade momentan eh, ich habe ganz komische Schla ne, ganz komische Schlaferei. Ich bin gestern um kurz nach 10 ins Bett. Heute Morgen wieder um 5 wach gewesen. Also momentan ist es echt übel. Momentan ist es echt. Ich habe was vergessen. Shit. Einen Augenblick. Meinen Augenbrauenstift habe ich vergessen. Den brauche ich immer häufiger, weil meine Augenbrauen, mein Bruder hat das auch. Das ist so witzig. Auf dem Kopf werden wir nicht so schnell grau, aber die Augenbrauen werden immer lichter und grauer. Also nicht, dass mir da die Haare ausfallen, sondern durch das, dass die bei mir eh noch nie so unwahrscheinlich dicht waren, wirkt es mit den grauen Haaren dann jetzt zwischendrin so, als würden mir da die Haare ausfallen. Diesen Effekt habe ich früher ja auch gehabt, als ich das Blond rauswachsen habe lassen, das sah auch stellenweise einfach bescheuert aus. Nee, andersrum war es, als ich die dunklen Haare habe rauswachsen lassen. Und ich war mal aschblond, ich weiß gar nicht, was das hier alles ist hier. Also meine Haarfarbe hat sich da schon echt mega verändert. Das hier, da ist noch Reste von einem Henna drin, aber das hier geht eher ins Goldbraun, ins Hellbraun. Ich war noch nie hellbraun, aber auch gut. Wie gesagt, meine Haarfarbe hat sich echt strange verändert. Könnte nicht mehr danach gehen. Früher war ich mal aschblond, jetzt Straßenköterblond mit der Tendenz in Richtung Braun, Gold, was auch immer. Also ganz krass. Und ja, ich habe natürlich noch Haarfarbenreste in den Haaren, das ist schon klar. Aber das durfte irgendwo hier sein. Na, also, das ist jetzt schon eine Weile her, oder? Ist schon eine Weile her. Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise geht mit dem Kanal. Und ich bin sogar am Überlegen, dieses Format hier regelmäßig zu machen. Also mal gucken, so ab alle 2 Wochen vielleicht mal oder so, weil jetzt kommt es ja gerade dezent unregelmäßig und ich habe einfach mich wieder Lust, mich ein bisschen mehr zu richten, was ja für das Format eigentlich auch gar nicht mal so übel ist. Und so bescheißt man die grauen Haare ganz gut weg. Gesundheit. Ich und Heizungsluft, das ist eh so ein Ding. Ich muss gerade die ganze Zeit niesen. Entweder ist mein Hausstauballergie schlimmer geworden, was natürlich mega scheiße wäre.
Oder ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Weil ich möchte natürlich so in den Wintermonaten kein Antiallergikum nehmen, aber vielleicht ist es besser, man weiß es nicht. Ah, ich nehme erst den Bronzer. Achso, habe ich das gezeigt? Ich habe das, glaube ich, nicht gezeigt. Das ist das Augenbrauengel von Alverde in Blond. Dann haben wir hier Altera Bronzer. So. Ich muss dringend meine Pinsel waschen. Der sieht echt immer nur so aus, als hätte ich ihn nie verwendet. Das Muster ist immer noch 1A. Dann nehme ich heute keinen Blush, oder doch? Vielleicht nehme ich doch Blush. Weiß noch nicht. Weiß noch nicht. Ich suche wieder was, was so ein bisschen in die Graustichigkeit geht. Also nicht so rötlich ist. Das ist für mich einfach nichts. Falls ihr da Ideen habt, gerne mal in die Kommentare. Und ich muss meine Haare einfach schneiden lassen. Also entweder lasse ich sie jetzt wieder ein bisschen mehr wachsen. Hätte ich irgendwie schon auch Bock drauf. Aber die Übergangslänge ist halt jetzt gerade... Oh, das ist eine ganz schlimme Länge. Die habe ich schon immer gehasst. Die habe ich schon immer gehasst. Egal. Also ich habe ja in der Zeit jetzt lange, kurze Haare, alles Mögliche gehabt. Aber diese Länge habe ich schon immer, fand ich schon immer kacke. Naja. Naja. Ach so, Moment. Jetzt machen wir erstmal hier... ich mache erst das hier drauf. Und das ist der Eyeliner von Altera. Das gibt's nicht in scharf. Doch da. Der ist aber nicht gut. Kann ich euch nicht empfehlen. Der ist echt nicht gut. Gute alte Dating Joe Black ist immer noch am besten von Catrice. Und meines Erachtens ist da kein Mikroelastik drin. Der malt halt einfach echt nicht gut. Na, also, ist nicht so toll. Also am allereinfachsten tut man sich mit der Mikroplastik-Thematik, wenn man halt Naturkosmetik verwendet. Der von Lavera ist, glaube ich, nicht schlecht, aber mein DM hat kein Lavera mehr. Das ist ganz bescheuert. Und ich glaube, ich habe Lavera auch bei meinem Dance nicht gesehen. Muss mal gucken, was der Dance so hat. Aber die haben bei uns sehr wenig dekorative Kosmetik, weil der Dance bei mir neben DM ist. Und sich das da halt dann nicht lohnt. Weil ein Großteil halt dann doch ins DM rennt. Muss ich nachher übrigens auch hin. Muss aber mit meinem Dad einkaufen gehen und der hat nie Lust einkaufen zu gehen. Ich doch auch nicht, verstehe das auch. Man muss immer dich so ein bisschen beeilen. Ich kaufe auch nicht gerne ein. Hände hoch, wer gerne Nahrungsmittel einkauft. Ich hasse das. Der malt einfach nicht schwarz genug. An manchen Stellen ist er sogar so gräulich.
Sachen trocknet dann halt auch voll beschissen. Aber so wirklich beschissen. So beschissen, beschissen. Oh Mann. Oh Mann. Da merke ich, habe ich nicht richtig verteilt. Das geht natürlich nicht. Ich bin wieder total professionell, aber für professionell seid ihr hier nicht hergekommen. Ich habe die Eyeshadow-Base vergessen. Wieso habt ihr nichts gesagt? Shit. Geht vielleicht noch ein bisschen was? Einiges am oberen Bereich. Das sollte ich normalerweise immer am Anfang machen. Boah, meine Nase juckt. Ich niese die ganze Zeit nicht, ich mache dann die Kamera an und dann könnt ihr die ganze Zeit niesen. Dann könnte ich die ganze Zeit niesen. So, wenigstens ein bisschen haben wir drauf gekriegt. Shit, voll vergessen, Mann. Egal. Egal! Gibt's den eigentlich noch? Jetzt nehme ich von Lili Lolo eine Mineral Foundation, also eine Probe. Da ist immer noch genug drin. Das ist echt krass. Und die packe ich mir aufs Augenlid. Dient ja auch so ein bisschen als, wie sagt man, Eyeshadow Base. So. Ich bin mal gespannt, ob ich nachher mir ein Puder kaufe oder ob ich es wieder vergesse. Oder muss ich entlang aussuchen. So. Kann man so machen? Ja, jetzt nehme ich noch diesen Hiesen hier. Das ist von Lavera. Der Highlighter. Und natürlich auch da rieche ich dran, weil bei mir ist alles irgendwie drüber. Immer. Also. Ich versuche mir ja auch schon nicht mehr so viel Deko-Kosmetik zu kaufen, weil im Endeffekt schmeiße ich es weg. Was tue ich meinen? Das ist okay so. Das kann man so machen. Ich habe jetzt zwar noch einen uralt Puder-Highlighter mit so Mika und so. Da muss man übrigens echt aufpassen. Ist halt umwelttechnisch auch nicht gerade geil. Das war mal einer von Essence. Riecht der eigentlich noch cool? Der riecht mir nur nichts. Also, jetzt ist der Eyeliner hoffentlich trocken. Ich bitte darum. Und jetzt mache ich hier den hier drauf. Von Benecos. Also mir war mal so, dass Benecos bei Dance war. Ist bei euch so? Oder ist Benecos bei nicht Alverde, sondern bei Alnatura? Ich glaube bei Alnatura kann das sein. Ich dummerle, habe natürlich auch den Eyeliner viel zu früh drauf gemacht. Ach man, ist egal. Das, was ich hier mache, passt schon. Gleichzeitig wird der Eyeliner gesättet.
Als ob ich mich zum ersten Mal schminke. Ja. Es ist noch früh morgens. Es ist kurz vor 8. Also man darf noch so ein bisschen chaotisch sein. So. Ich glaube, da will ich jetzt gar nicht mehr machen. Jetzt gibt es noch die Mascara, die ist aber nicht so gut. Ich habe mir schon einiges an Mascara unter meinem letzten Video drunter geschrieben. Vielen Dank dafür. Da werde ich mal gucken. Aber ich kann mich noch daran erinnern, als ich die gekauft habe, war ich monströs frustriert. Weil überall Mikroplastik drin ist. So, ich habe ja heute auch noch einen Termin. Also zu angemalt möchte ich da auch nicht auftauchen. Also von dem her ist es so, glaube ich, schon in Ordnung. Machen wir nur schwarzen Kajal drauf. Heute mache ich gar nichts nach der Reihenfolge. Warum auch einfach, wenn es schwierig geht. Ne? Unten mache ich mir nie Dingen, wie heißt Mascara oder nicht mehr, früher schon. Aber durch das, dass ich eh schon so lange Wimpern habe, dann verschmiert man sich halt einfach immer. Gibt zwar so Wimpern, untere Wimpernmaskara, aber sorry, das brauche ich jetzt echt nicht. Das brauche ich jetzt echt nicht. So. Kann man machen. Kann man machen. Das finde ich natürlich immer ungewohnt, wenn ich nicht so oft geschminkt bin. Jetzt wollte ich noch ein bisschen Blush. Das ist der hier. Das ist auch so ein Öko. So eine Öko-Firma. Jetzt mache ich davon noch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Wie ist das so? Oh. Vor allem möchte ich nicht so mega krass glänzen. Den von gerade eben. Damit hatte ich Dinge aufgetragen. Okay, so können wir es lassen, auf jeden Fall. So können wir es lassen. Die Brille verschluckt dann auch noch so ein bisschen was. Dann halt nicht. Aber das ist okay so. So, meine Lieben, ich melde mich ab. Sag danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. So weiß ich, dass du es gerne geguckt hast. So weiß ich, dass ich weitermachen soll. Und wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Ich bin gespannt auf deine Empfehlungen vor allem. Ich sag danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.